Hallo und herzlich willkommen hier bei Extended Cut zu einer neuen Kritik. Ja, heute möchte ich über den neuen Horrorstreifen, das ist natürlich Brightburn, das ist ein Horrorfilm, der von James Gunn produziert wird, der eigentlich mehr für Sachen wie Guardians of the Galaxy bekannt wurde, beziehungsweise auch durch den so ein paar Skandale in den letzten Monaten und Wochen nochmal hochgekocht wurden, dadurch, dass er ja sich irgendwie von Disney doch trennen müsste. Aber worum geht's überhaupt? Tori und ihr Mann Kyle wollten schon immer ein leibliches Kind haben, doch ihr großer Wunsch ging nie wirklich in Erfüllung. Als in der Nähe ihrer Farm eine Art Komet einschlägt, scheint es, als habe das Schicksal ihre Gebete erhört, denn darin befindet sich ein menschlich aussehendes Baby, das das Paar umgehend zu sich nimmt und aufzieht, als sei es ihr eigenes Kind. 12 Jahre später müssen Tori und Kyle aber feststellen, dass ihr Adoptivsohn Brandon anders ist als seine Altersgenossen. So scheint der 12-Jährige nicht bluten zu können, jegliche spitzen und gefährlichen Gegenstände können dem Jungen offenbar gar nichts anhaben und zudem weist Brandon immer mehr Verhaltensstörungen auf. So zerquetscht er unter anderem einer Mitschülerin die Hand, nachdem er im Unterricht schikaniert wird. Die Adoptiveltern müssen sich daher mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ihr Sohn ein außerirdisches Wesen aus dem All und daher unberechenbar ist. Brightburn läuft seit dem 20.06.2019 in den deutschen Kinos, dauert knappe 90 Minuten, kommt damit sehr gut auf den Punkt und ist, weil es nun mal ein Horrorfilm ist, ab 16 Jahren freigegeben. Wir haben ein paar wirklich gute Darsteller mit dabei, unter anderem spielt Elizabeth Banks Tori Breyer quasi die Mutter von Brandon. Sie ist so quasi, sie und ihr Mann versuchen seit Jahren, wie gesagt, das Kind zu bekommen und ist natürlich dann gerade dadurch, dass sie halt durch Brandon die Möglichkeit bekommen, wirklich ein eigenes Kind großzuziehen, liebt sie ihn sehr, nimmt ihn sehr in Schutz und stellt ihn auch immer sehr vor. Ist quasi eine sehr beschützerische Person, ist dazu eine leichte Künstlerin, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, aber sie ist auf jeden Fall mal gerade im Verlauf des Films im ständigen Konflikt mit ihrem Mann Kyle, einfach dadurch, dass wir sich über diese übernatürlichen Fähigkeiten, die sich langsam aus Brandon herauskristallisieren, nicht wirklich einer Meinung sind. Sie ist der Meinung, das könnte was Gutes bedeuten, Kyle ist eher der Meinung, das könnte was Gefährliches sein. Dadurch entsteht ein Konflikt, der über den Dauer des Films auf jeden Fall fesseln kann und auf nicht wirklich die auch keine Luft rauslässt, sondern quasi wirklich auf einem Fokus bleibt. Dazu ist sie auch ein bisschen die Figur, die das Übernatürliche nicht so schnell akzeptieren will, ein bisschen die Augen davor verschließt, weil sie natürlich das Bild von ihrem wirklich tollen, großartigen Sohn, der keine Fehler macht, beibehalten will, muss über die Dauer des Films aber akzeptieren, dass dem nicht so ist. David Denman spielt Kyle Breyer, quasi den Mann, den Vater von Brandon. Er ist ein sehr übervorsichtiger und strenger Vater, das sieht man allein an dieser einen Stelle, wo der 12-jährige Brandon quasi ein Gewehr geschenkt bekommt von seinem Onkel. Und er ist da recht schnell der Meinung, das geht so nicht. Das ist natürlich auch richtig so, das geht so nicht. Er ist aber auch an einigen Stellen etwas überstreng und etwas zu hart zu ihm. Er hat eine ehrliche Liebe zu Tori, also zu seiner Frau. Die merkt man wirklich, dass diese Chemie zwischen den beiden stimmt. Er entdeckt recht früh, dass, wie gesagt, bei Brandon einiges nicht schief geht. Das geht damit los, dass ein paar Hühner plötzlich tot und zerfetzt sind, was kein Wolf hätte getan können. Und er münzt das recht schnell darum, dass Brandon das gewesen sein muss. Er hinterfragt recht viel und ist dadurch wirklich auch so ein bisschen der bodenständigste Charakter in diesem Film. Und er hält den Konflikt einfach am Leben, weil er von seiner Meinung nicht wirklich einschränken lässt und einfach offen und ehrlich ist und diese auch weiterhin verfolgt. Jackson A. Dunn spielt den sogenannten Brandon Breyer, beziehungsweise den Brightburn. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die deutsche Synchro ist furchtbar, mit der konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil das halt wirklich wirkt wie so ein schon älterer 17, 18-jähriger Junge, obwohl er erst 12 ist, hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Was aber der Schauspieler leistet, finde ich wirklich gut gemacht. Also der ist sehr facettenreich. Er schafft es von einem recht lieben, unschuldigen Sohn, gerade am Anfang zu einem recht bösartigen Wesen zu kandidieren. Er schafft es, diese verschiedensten Aspekte wirklich nachzunehmen. Während der Zwischenteil des Films, da wusste ich nicht, was die Drehbuchautoren für eine Intention hatten, wo sie ihn hinschicken wollten, weil das war dann auf der einen Weise so ganz extremst gleichgültig. Das hat für mich sehr den Schwung rausgenommen. Hätte man da wirklich mehr auf dieses, ich bin ja so ein unschuldiges Kind und ich bin doch das ganz böse Wesen. Hätte man das ein bisschen mehr hingespielt, hätte es, glaube ich, ein bisschen interessanter geworden, was das betrifft. Er ist leider als Außenseiter charakterisiert worden. Ich finde, inzwischen ist dieses System einfach langweilig. Wenn du einfach wirklich einen Bösen oder einen Held, wie auch immer, in ein wirkliches Freundschaftssystem reinbringst, kann das noch viel mehr Ebenen aufmachen, allein dadurch, dass die Freunde sich mit der neuen Figur, die sich da gerade entwickelt, zurechtkommen müssen und sich da neu
positionieren könnten. Das könnte halt ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Hier ist es leider ein bisschen zu viel Klischee. Wie gesagt, die Entwicklung ist auch nicht richtig festgelegt, aber ich finde, der kleine Junge spielt das wirklich gut. Gerade weil das einfach auch ein Facettenreichtum ist, was man von so einem kleinen Kind nicht erwartet. Ich bin normalerweise auch immer recht schnell genervt von kleinen Kindern. Hier muss ich wirklich sagen, der hat das wirklich gut gemacht und hat aus dieser Rolle recht viel rausgeholt. Unter anderem spielen auch noch mit Matt Jones, Meredith Magner, Gregory, Alan Williams, Jennifer Holland, Steve Agree, Becky Wahlstrom, Christian Finlayson und noch ein paar mehr. Da quasi, um alles abzubilden, es kommen unter anderem noch Mitschüler vor, Onkel und Tante kommen vor, der Polizist spielt eine Rolle. Ich habe es aber wirklich auf diese drei runtergebracht, weil das ist, glaube ich, mit so der Kern das Wichtigste in diesem Film. Geschrieben wurde das alles von Brian und Mark Gunn, die Brüder von James Gunn. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so auf dem Blatt Papier ein recht durchschnittlicher Horrorstreifen. Er führt ja diese Superheldengeschichte ad absurdum und anstatt einen guten Helden zu erschaffen, erschaffen sie ja einen neuen Bösewichten. Das fand ich sehr schön. Ich muss leider sagen, storytechnisch ist das teilweise wirklich etwas konstruiert. Da gibt es auf der einen Seite zu viele Klischees, aber da gibt es auch einfach Momente, die keinen Sinn machen. Sinn ergeben, tut mir leid. Und gerade am Anfang weiß er nicht so richtig, was er machen will. Dann macht er die Phase auf, macht das so ein bisschen stationsmäßig, weiß aber nicht, verlässt sich nicht zu 100% darauf und versucht noch ein paar andere Sachen mit einzubringen. Dazu gibt es auch noch ein paar unlogische Handlungen. Ich sag nur einen Moment, wo er quasi eigentlich Brandon wegbringen will im Auto, aber dann ist Brandon weg und er steigt trotzdem ins Auto und fährt los. Es macht leider keinen Sinn. Ich wäre an seiner Stelle da geblieben. Warum sollte man er wegfahren und sich nicht ins Haus flüchten, wo es sicherer ist, anstatt loszufahren. Dazu nimmt er meiner Meinung nach im Trailer ein bisschen was vorweg, da hätte er ein bisschen besser das runterbrechen können, spielt aber dennoch mit ein paar Vorurteilungen und Vermutungen und ist nicht so ganz so normal, wie man es auf den ersten Blick sagen könnte. Was ich sehr gut finde, er erklärt kaum etwas, quasi diese Macht, die auf ihn überbringt, finde ich sehr gut, weil er einfach nur ganz viel Mysteriöses aufgebrochen wird, aber es nie wirklich in seiner vollen Sache wirklich vollkommen aufgeklärt wird. Gerade was die Eltern betrifft, die werden zu ihren Abgründen getragen, ihrer selbst, also sie müssen wirklich harte Entscheidungen treffen. Es werden viele Fragen unbeantwortet gelassen, habe ich ja schon gesagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einige Charaktere jucken mich halt gar nicht, beziehungsweise einige Entwicklungen, das hätte man durchaus besser gestalten können. Es gibt ein paar Stellen, die sind recht witzig, es kann natürlich auch sein, dass es einfach dass es sehr, sehr übertriebene Gewalt teilweise ist und das auch ein bisschen mit Comedy-Elementen zusammenspielt. Was ich hier noch sagen muss, die Dialoge wirken recht alltäglich, also manchmal ist es ein bisschen konstruiert, es könnte aber manchmal wie aus dem Leben gegriffen sein. Was ich leider hier wirklich sagen muss, es wird teilweise etwas zu viel geredet, als gezeigt wird. Lieber mehr zeigen und weniger reden als andersrum. Das wäre vielleicht hier, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen. Regie hat geführt David Yarovesky. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Man muss dem Film gerade als Horrorstreifen hoch anrechnen, dass die Horrorsequenzen extremst hart und recht brutal sind. Da fragt man sich wirklich, das könnte schon FSK 18 sein. Die haben mich sehr befriedigt, die haben mich auch bis vorne und Händen gepackt, weil gerade zum Anfang schaffen es diese Horrorsequenzen wirklich eine Atmosphäre aufzubauen. Dabei ist natürlich sehr ein großer Fokus sehr auf die Brutalität und auf den Jumpscares, muss man Fan von sein. Ich fand die Jumpscares nicht so anstrengend, aber hätte man trotzdem ein bisschen rundstreimen können. Es gibt wenig Grusel, aber es ist trotzdem sehr düster gehalten. Das fand ich sehr, sehr gut. Der Film ist extremst kompromisslos, echt nicht zimperlich. Der hält wirklich drauf und erfrischt gerade zum Ende hin, was da einige Wendungen betrifft. Und man könnte auch denken, da gibt es noch eine Fortsetzung von. Also würde ich mir auch unter anderem ansehen, wenn sich ein paar Aspekte vielleicht dann noch verbessern können. Denn man muss durchaus sagen, dass einige Situationen direkt am Anfang einer Sequenz wirklich erschließen lassen, auf was sie hinauslaufen könnten. Und das finde ich ein bisschen schade, wenn der Zuschauer schon selber foreshadowed, obwohl es überhaupt nicht foreshadowed ist, dann ist es ein Problem, finde ich meiner Meinung nach. Was ja auch sehr gut von der Reihenfolge her gemacht ist, dass es erst so ein paar Charaktere heimgesucht werden, die dem Zuschauer relativ egal sind, beziehungsweise zu denen, der keine Sympathie aufbaut, und dann zum Ende hin wird es wirklich immer mehr in die Materie gegangen, wo es dem Zuschauer auch wehtut, weil er die Charaktere über den Lauf des Films einfach zu schätzen gewissen gelernt hat und
das quasi ein bisschen emotionalerer Impact ist. Technische Aspekte können wir hier recht schnell abhaken. Wir haben sehr viel Handkameraarbeit, die aber trotzdem ganz gut eingefangen werden. Es gibt ein paar längere Momente. Es gibt kein Schnittgewitter, obwohl es teilweise doch etwas überladen ist. Das Soundbild ist recht wuchtig, aber auch verdammt gut ausgenutzt, wie ich finde. Kostüm-Make-up muss man wirklich sagen. Gutes Kostümbild, gerade sein Anzug finde ich recht cool gemacht, weil es halt so ein bisschen zusammengeflickt ist, wie so ein riesiger Flickenteppich. Ist im Allgemeinen aber auch recht brutal und sehr, sehr blutig und wie gesagt, gewaltmäßig steht dieser Film im Nix nach. Also da wird dem Horrorfaktor auch wirklich gerecht. Setdesign muss ich sagen, die Haus und die Scheune bieten wirklich eine gute Kulisse. Die Sets und Locations sind sonst recht gut und alltäglich gehalten. Ist auch gerade sehr schön, weil er deswegen diese Orte noch viel, viel besser heimsuchen kann. Effekte wirklich hochwertig, musste ich überhaupt nichts meckern. Ist alles recht dunkel gehalten. Das heißt, selbst wenn es Fehler gibt, würden sie einem normalen Kinozuschauer nicht auffallen. Ist aber auch teilweise extrem eskalativ, was das betrifft. Soundtrack muss ich sagen, ist ein mieser, böser, atmosphärischer und galaktischer Soundtrack. Also, weil da ist es ein Mix aus Soundeffekte und Musik. Also, das finde ich schon recht cool gelungen. Kommen wir zu meinem Fazit. Also, mich persönlich hat dieser Film durch den Horror überzeugt, weniger durch die Handlung, weil da war es mir zu viel konstruiert. Das wirkte alles zu sehr auf den Punkt, da müssen wir jetzt hin und deswegen müssen die Leute jetzt so handeln. Die Skrupellosigkeit hat mich sehr gepackt. Wie gesagt, die Geschichte war mir ein bisschen zu unsicher, ein bisschen zu sehr gestellt. Gerade auch im Mittelteil ist er für mich ein bisschen durchgefallen, weil es da auch wirklich Szenarien gibt, die hast du schon entweder in anderen Filmen gesehen oder die sind halt zu klischeebehaftet, als dass du diesen Figuren wirklich abkaufst. Das fand ich sehr schade, da wurde ein bisschen Potenzial auf der Strecke liegen gelassen. Im Allgemeinen finde ich diesen Gegenentwurf aber ganz gut, deswegen kriegt der Film dennoch immer noch 6 von 10 Punkten von mir. Was ich hier aber wirklich noch hervorheben muss, wie gesagt, die Darsteller haben mich durchaus überzeugt. Bei der Story wäre noch Luft nach oben gewesen, aber sie haben so das Beste rausgeholt, was ging. Trotzdem eher enttäuschend, wie ich finde. Ja, vielen Dank, dass ihr bei dieser Kritik wieder mit dabei wart. Ihr könnt unseren Extended Cut Kanal unter anderem auf Facebook, Twitter und Instagram verfolgen und unseren Podcast, die Talking Couch, könnt ihr auf Spotify, iTunes und natürlich hier auf YouTube verfolgen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.